In diesem Video zeige ich dir jetzt, wie du dich auf der Crypto-Mining-Plattform MiningPlanet registrieren bzw. anmelden kannst. Was ist MiningPlanet eigentlich? Wie der Name schon sagt, Mining, das heißt, hier werden Kryptowährungen, Krypto-Coins gemeint, und zwar von Ethereum. Und du beteiligst dich nicht direkt an der Firma, sondern du erwirbst eine echte physische Registerkarte. Das heißt, du kannst dir theoretisch die Karte dann auch zuschicken lassen. Allerdings brauchst du natürlich das ganze Equipment dazu. Das wird aber hier alles komplett angeboten, aber du besitzt deine eigene Registerkarte, die dann für dich meint, und du verdienst natürlich beim Mining und natürlich auch bei der Wertsteigerung der Ethereum-Coins. Details, wie das Ganze dann funktioniert und aufgebaut ist, gibt es logischerweise in den nächsten Videos. Hier geht es wirklich jetzt nur um die Registrierung, um die Anmeldung. Wenn du auf den Link geklickt hast, beziehungsweise der Link oben im Browser ist, dann kommst du auf diese Oberfläche und dann gehst du hier auf Register. Hier draufklicken, hier rechts oben. Und hier kommt dann das Feld zum Ausfüllen. Hier alle Daten eingeben. First Name, also Vorname. Surname, Zuname. Einen Usernamen aussuchen. Schauen, was da noch frei ist. My Mining. Dann eine E-Mail-Adresse dazu. Hier ein Passwort eingeben. Confirm Passwort, also Passwort wiederholen. Dann runterscrollen. Hier sieht man dann auch den Sponsor. Hier eine Mobilnummer eingeben, Company Name, und die VAT-Nummer, das ist die Mehrwertsteuernummer. Brauchen wir momentan nicht, also nur dort, wo die Sternchen sind, die sind wichtig. Und dann weiter runterscrollen und hier Continue to Next Step. Hier draufklicken. Okay, das hat funktioniert. Hier auch schon die Bestätigung. Enrollment Account completed successful. Gut, und jetzt hier gleich auf Login. Hier draufklicken auf diesen grünen Button. Und hier jetzt den Usernamen oder eben die E-Mail-Adresse. Ich gebe den Usernamen ein und dann das Passwort dazu. Dann hier auf Login. So, und hier jetzt ist die Oberfläche, und hier muss man sich dann verifizieren. Ich will aber jetzt in erster Linie nur kurz zeigen, wo findest du deinen Reflink oder wo befindet sich der Reflink. Dazu klicke ich hier auf Overview oder Übersicht und dann ganz runter scrollen. Und hier siehst du deinen Reflink, oder hier sehe ich jetzt meinen Reflink, und mit diesem kannst du dann auch weiter werben. Schauen, dass du andere Partner findest. Es gibt natürlich auch eine Vertriebsstruktur dazu und wie das Ganze funktioniert bzw. aufgebaut ist und natürlich auch die Verdienstmöglichkeiten. Das erkläre ich dann in den nächsten Videos. Das soll es schon wieder gewesen sein für die Registrierung auf dieser Plattform. Den Link für dieses Programm findest du wie immer unter diesem Video. Hat dir das Video gefallen? Na, dann einen Daumen nach oben. Wenn nicht, ist es natürlich auch okay. Und wenn du immer am letzten Stand sein willst, abonniere einfach meinen YouTube-Kanal, dann bist du immer up to date. Also, viel Spaß und viel, viel Erfolg.